Hallo und herzlich willkommen zu einem Infovideo, wie man es ja von mir sicherlich kennt. Nicht, blub. Es geht um ein paar Sachen, die ich mal ansprechen möchte. Das ist jetzt schon total schlecht klingt irgendwie. Nein, ich habe vor circa 1,5 Monaten ein Video zu meinem 2-Jahres-Special gemacht. Beziehungsweise eine Vorbereitung dafür. Ich habe noch nicht immer die Idee, was ich machen soll. Deswegen lasst euch da mal was inspirieren. Ich habe ja jetzt, wie sicherlich einige, frei. Donnerstag, Freitag im Urlaub. Und ja, lasst da mal Ideen kommen. Vielleicht mache ich es dann noch am Wochenende, dass es dann noch kommt. Die Tage. Aber wie gesagt, Idee habe ich nicht wirklich. Lasst euch da mal was einfallen. Dann die Projekte, die im Moment am Laufen sind. Sicherlich haben einige mitbekommen, dass ich die Tage über oder eher letzte Woche jeden Tag ein Video hochgeladen habe. Was aber auch daran lag, dass ich über eine Nacht 5 Videos hochgeladen habe. Und da ich mein Konto zur Monetarisierung freigegeben habe, das mich aber sowieso gar nicht interessiert, sondern mir lediglich um die erweiterten Einstellungen gehen, sage ich mal. Und zwar geplantes Uploaden. Bedeutet so viel wie, ich kann ein Video hochladen und dann aussuchen, ja, das Video wird am 2.11. um 14.15 Uhr veröffentlicht. Sowas. Und die eigenen Thumbnails. Darum ging es mir. Das andere ist mir eigentlich publikal. Also, ja. Nur damit ihr da mal Bescheid wisst. Ihr könnt auch mal gerne in die Kommentare schreiben, welche Uhrzeit euch am liebsten wäre. Weil ich weiß das nicht, wie, keine Ahnung, Schule, Arbeit, whatever, dass man da so eine Zwischenzeit findet, wie euch das am angemessensten ist. Oder wenn ihr noch andere Videos guckt und sagt, ja, um die Uhrzeit kommt nie ein Video, oder da wäre das perfekt, oder blablub. Könnt ihr ja auch mal schreiben. Und, noch irgendwas war das. Was war denn das nochmal? Ach ja, genau. Wegen Zelda, das versuche ich jetzt auch jeden Samstag hochzuladen, das kann ich jetzt auch durch das geplante perfekt machen. Kingdom Hearts 1 und Lamolana will ich jetzt eigentlich mal fertig kriegen. Deswegen habe ich auch gerade eben noch ein Video hochgeladen von Lamolana. Kingdom Hearts kommt auch noch im Laufe des Tages. So wie noch ein Lamolana-Part. Da werde ich jetzt jeden Tag wahrscheinlich 2 von hochladen und mir auch noch das Mikrofon wegschieben, weil das irgendwie nicht ruhig stehen kann, das blöde Drecksding. So. Und mit Minecraft, wie gesagt, wird auch jeden Tag ein Video kommen. Wegen geplant. Ja, lasse ich nämlich einen PC über Nacht ordentlich hochladen und dann ist es alles in Ordnung. Laut dem, was ich letztens gesehen habe, schaffe ich es von ca. 10:30 abends bis morgens um 4:45, wenn ich aufstehe, 5 Videos hochzuladen. Oder 4. Also wird das, denke ich mal, kein Problem sein, wenn ich da alle 3 Tage sowas mache. Naja, ist halt so. Ist halt für euch. Ne? Ne? Gut, jetzt spreche ich noch ein Projekt an, und zwar World of Warcraft. Haben ja sicherlich, hoffentlich, einige den Trailer gesehen, wenn ich, werde ich ihn wieder in die Beschreibung setzen. Dieser Trailer wird aber nur so lange da sein, bis ich das Projekt starte, weil ich da halt Treffer habe. Urheber, blub, kennt man ja wegen Videoinhalten. Und werde halt jetzt die Videobeschreibungen so anpassen, dass auch die Homepage des Spiels, sag ich mal, drin ist. Weil es wird auch, denke ich mal, Zeit, dass ich ein bisschen mehr Informationen in die Videobeschreibung gebe. Die ist ja auch dafür da, um Infos zu geben. So, nehme ich überhaupt auf? Ja, ich nehme schon auf. 4 Minuten. Oh, wow. Na, Happy Birthday. Und ja, dann noch 2 andere Punkte, die ich ansprechen soll oder will, weil der Jan mich auch darauf hingewiesen hat, denn der Jan macht jetzt auch Let's Plays. Da werde ich auch ihn nochmal mit einem Video holen und ihn vorstellen lassen und den anderen auch, aber ich mache es jetzt schon mal so vorab. Und zwar, der Jan hat einen eigenen Let's Play Channel. Ihr könnt da gerne vorbeischauen, ich setze den Link in die Beschreibung. Und ja, lasst euch mal hier, tobt euch da aus und bombt ihn zu mit allem. Was auch genauso gilt wie für den Stefan, also den Dalrot, der jetzt auch Lucius gestartet hat. Ich finde, das Spiel ist krank, das kann man nicht anders beschreiben. Und ja, tobt euch bei dem auch aus und
Den will ich auch noch mal. Mein Mikrofon wackelt irgendwie rum, weil ich die ganze Zeit drankomme. Ja, ich lasse mich durch vieles ablenken. Lasst mich doch. Wie gesagt, werde ihn auch noch mal holen, dass er seinen Channel vorstellt und dann werde ich die Videos hochladen, dass diejenigen halt ihren Channel selbst vorstellen dürfen und nicht ich, sondern ich spreche es halt nur kurz an. Und da ich jetzt schon wieder nicht weiß, was ich gelabert habe, ist doch egal. Das ist puh egal. Mit meinem Zweitkanal, den sicherlich gar keiner kennt, habe ich auch ein paar Videos hochgeladen, die ich mal aus, oh, das ist noch mein alter Hintergrund, durch Langeweile hochlade. Und ja, könnt da ja mal gucken, aber da kommt so selten ein Video, also muss euch nicht wirklich interessieren, wenn ihr da mal ab und zu mal ein Video haben wollt, das 50 Sekunden geht oder so. Ist eure Sache, nicht meine. Gut, aber das war's. War es das? Ich glaube, ja. Wenn ihr noch Wünsche habt zu einem Projekt, dann könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe auch damals mal ein Video gemacht mit den PlayStation-Spielen, die ich habe. Hab da eine Abstimmung gestartet. Das fällt mir jetzt gerade so ein. Da war ja abgestimmt, dass Kingdom Hearts 1 kommt, danach 2 und danach werde ich wieder ein Video machen oder nach Kingdom Hearts 1. Ob ich mit dem zweiten Teil erstmal noch ein Projekt zwischenschieben soll und dann erst den zweiten Teil. Aber das Thema ja damit soweit ist. Das wird noch ein bisschen dauern, bis es soweit ist. Und an sich hoffe ich, war es das. In dieser Beschreibung vom Video werde ich natürlich nichts reinschreiben. Da könnt ihr mal bitte ein bisschen zuhören und aus meinem Gewusel von meinem Gelaber mal ein bisschen durchblicken. Und ich würde sagen, das war es an sich für dieses Infovideo. Mit den zwei Vorstellungsvideos von denen, die ich da unten angesprochen habe, die werden hoffentlich auch bald kommen. Und ich würde sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Feiertag und noch ein wunderschönes langes Wochenende, wenn ihr Freitag Brückentag habt. Und dann hören wir uns im nächsten Video. Bis dahin.